Weil der Nico, ich habe letztens echt gegen Blue Eyes Deck verloren, Mann. Ich hab doch immer gesagt, Blue Eyes ist gut. Ja, das war echt nicht schlecht, aber ich kenne die ganzen Effekte gar nichts und so. Ich weiß auch nicht, wie das Deck aufgebaut wird. Mann. Also warst du gar nicht vorbereitet? Nicht wirklich. Okay, dann kann ich dir helfen. Und zwar, jemand hat uns sein Deck reingeschickt, sein Blue Eyes Deck. Und das könnte man mal raten und dann könntest du dir mal so die Karten anschauen, was die alles können. Alles klar, mach mal. Mach mal. Was geht ab, Leute? TBT hier. Heute mal wieder mit einem Deck-Rating. Da hat uns Fresh zockt von der Liga. Ja, gegen den haben wir gespielt. Erste Runde war das. Zwei Blue Eyes Versionen geschickt. Die schauen wir uns heute mal ein bisschen genauer an. Eine Notiz von ihm, er meinte, er würde lieber Zweiter sein immer. Also Blue Eyes kenne ich mich nicht so wirklich aus, ja, da lass mal ein bisschen mal Nico heute sprechen. Genau, im Prinzip sind jetzt alle Karten, die für Blue Eyes wichtig sind, draußen. Und deswegen gibt es jetzt, sag ich mal, gerade einen kleinen Hype um Blue Eyes. Und kommen wir mal zu den Karten. Ihr spielt dreimal Blue Eyes, dreimal Turnitive, zweimal K. Ich spiele nur einen K oder den White Spirit, wie er auf Englisch heißt, weil den will man eigentlich nie ziehen. Den will man immer spezial beschwören, damit der Effekt kommt. Und er spielt auch den neuen Topf spielt er nicht. Deswegen kann es auch nicht passieren, dass der mal gebanished wird durch den Topf und dann nicht mehr kommt. Ich bin der Meinung, einer reicht, wenn man ihn zu oft tot zieht. Und ja, wenn man natürlich mit Trade-In hat, ist es super, aber ich finde, einmal reicht. Dreimal Max C. Wenn er sagt, er will, fängt als Zweiter gerne an, also er ist lieber Zweiter, dann ist natürlich dreimal Max C und ein Wailer spielt auch noch, verständlich. Max C könnte wieder aktuell gut sein durch Blue Eyes, Mirror Match oder Metal Foes. Was meinst du zu Max C? Ja, also Max C kann auf jeden Fall sehr gut werden oder wird auch wieder gut, glaube ich, wird auch wieder gespielt. Und ja, viele Decks, die special, auch Blue Eyes an sich, special auch viel eigentlich. Also kann schon gut kommen. Er spielt, ja, mach weiter. Dann spielt er von den Steinen, spielt er 3 und 1. So spielt es auch, finde ich gut. Ja. Sag ich mal, der Ancient, der ist jetzt richtig gut geworden, da man jetzt Alternative Dragon auf die Hand nehmen kann. Vorher war dieser Effekt, sag ich mal, noch nicht so gut. Und dadurch, dass man jetzt den Alternative vom Friedhof auch auf die Hand nehmen kann, ist er richtig gut geworden. Dreimal Sage Standard, keine Maiden mehr. Maiden spielt man jetzt nicht mehr. Früher hat man die noch gespielt, wo nicht alle Karten für Blue Eyes waren. Ein Wailer. Ein Wailer kann man auf jeden Fall spielen. Als Tuner für den Level 9er oder man kann ihn auch suchen mit Sage. Also Monster Lineup gefällt mir gut. Würde ich auch so spielen, außer den White Spirit. Dann dreimal Return of the Dragonlords. Klar, die Karte ist echt heftig. Einmal Raigeki. Interessant. Raigeki hat man jetzt wieder weniger spielen sehen. Weiß ich nicht, ob man die unbedingt spielen muss. Raigeki hat man ja eine Diskussion. Ja, Raigeki ist echt ist von der Bildfläche verschwunden. Ja. Ein paar Decks vereinzelt noch da, aber ich weiß nicht, ob die noch gebraucht wird oder nicht. Also auch in dem Deck weiß ich jetzt nicht, ob sie wirklich gebraucht wird. Der spielt starke Monster. Vielleicht will er dann ein OTK drücken oder lästige Monster wegbekommen. Kann ich vielleicht gut verstehen. Ja. Er spielt noch 3 Trade-In, ist klar, Draw Power mit vielen Level 8ern, Cut-Off Consonants 2, auch Standard. Dann kann man auch vielleicht 3 spielen, also kann man auch 3 spielen, 2 sind auch okay. Ja. Dann diese, was ist das nochmal? Dragon Shrine. Genau, auch für Speed auf jeden Fall. Ja, 3 sind zu viel, finde ich auch, also 2 sind in Ordnung. Ja. Dann Melody, krasse Karte, finde ich, ja, such dir Alternative und Blue Eyes auf die Hand, kannst gleich Effekt machen. Soul Charge ist klar. Spielt man, wird wahrscheinlich eh gehen. Upstart für 39 Kartendeck. Twin Twister, auch gut, um lästige Fallen oder was sonst auch wegzuhauen. Silver Scry, ist auch klar, oder? 2 Stück oder mehr? Ja, die ist, also ich denke, 2 ist okay.
Die Karte ist sehr unterschätzt. Ich finde die richtig stark, weil es eine Schnellzauberkarte. Kannst du auch im gegnerischen Zug spielen, kannst du auf den White Spirit spielen, genau, und dann kann er gleich banishen. Also zum Beispiel kannst du Scale banishen im gegnerischen Zug. Kannst es auch in der Battle Phase aktivieren, um mal den Gegner umzubringen. Also ist auf jeden Fall stark, ja. Also. Und als Fallen spielt er eine Emptiness. Spielst du Fallen? Also ich habe es mit 3 Strike und Warning und Emptiness getestet. Finde ich ganz gut. Muss man aber nicht unbedingt spielen, aber Emptiness zurzeit finde ich wieder richtig stark. Emptiness, ja, einfach Emptiness mit dem Synchro-Monster, mit dem Spirit Dragon ist einfach heftig. Also wenn du das draußen hast, dann sieht es schon mal gut für dich aus. Ja, also ich kenne mich zwar nicht wirklich aus, aber scheint ein stabiles Bild zu sein, hat viel Draw-Power, viel Search-Power. Ich denke, das kann auf jeden Fall was, das Deck, ja, an sich jetzt, oder? Ja, ich finde es auch gut gebaut. Es sieht auch recht stabil aus, nicht so viele tote Karten. Also ich finde, das Deck ist auf jeden Fall gut gebaut. Dann die Version mit dem Chaos Max Strength. Die ist im Prinzip ähnlich, außer dass jetzt 3 Manjus mit dabei sind. Dann halt dreimal natürlich der Chaos Max Strength. Einmal die Chaos-Form und dreimal Advanced Ritual, ja genau. Was kann das? Mit der kannst du dann den Chaos Max beschwören. Genau, das ist die Ritualzauberkarte, ja genau. Ja, was ist damit zu sagen? Das Deck spielt natürlich, ist deutlich offensiver, weil du mit dem Chaos Max Dragon Schaden durchdrückst. Was ganz cool ist, dass du mit Manju, zum Beispiel gibt es ein paar Kombinationen, dass du mit Manju suchen kannst, dann den Sage für Manju abwerfen, dass Manju weggeht und dann irgendwelche Sachen kombinieren. Mit Advanced Ritual kannst du dir Blue Eyes in den Friedhof suchen und den Chaos Max beschwören. Auf jeden Fall ein interessantes Deck, das habe ich noch nicht getestet. Aber hat mehr OTK-Potenzial, oder? Auf jeden Fall. Das andere ist nicht so auf OTK, das ist, weil du immer eigentlich den Spirit Dragon in Defense beschwörst und langsam und dies und das. Und das Deck ist auf jeden Fall deutlich offensiver und spielt mehr auf Schaden. Willst du dieses Deck mit Chaos Max Dragon auch antesten? Ich denke schon, weil viele rechnen damit nicht. Chaos Max Dragon hat 4000 Angriff, kann schnell mal OTK geben. Viele denken, dass Blue Eyes sehr defensiv ist. Man sieht, Fallen werden vielleicht nicht mehr so gespielt. Vielleicht, sag ich mal, wird Strike nicht mehr so gespielt. Die meisten Blue Eyes Ones, ja, die ganzen Blue Eyes Decks spielen keine Fallen mehr, nur noch Vanity. Und wenn du da mal schnell Chaos Max Dragon und noch ein paar Monster rausbekommst, dann kannst du den Gegner schnell umbringen. Ne? Ja. Und von dem her finde ich das Deck auf jeden Fall interessant und werde es auch so testen. Also das Deck, so wie es aufgebaut ist, gefällt mir auch ganz gut. Ja. Das, denke ich, ist auch ganz stark. Von dem her hat es auch auf jeden Fall gutes Potenzial. Ja. Was mir auffällt im Extra-Deck, was ich ja jetzt auch erleben durfte, war der Moonlight Dragon. Spielst du den? Würdest du den spielen? Weil ich finde eigentlich recht stark, das Monster. Den Moonlight Dragon musst du spielen. Er spielt den nicht. Also Moonlight Dragon muss auf jeden Fall rein, weil du kannst in den gegnerischen Zug, wenn der Gegner zum Beispiel, was weiß ich, Beatrice hat oder dies und das, kannst du den Blue-Eyed Spirit Dragon opfern, Moonlight-Effekt, das Monster auf die Hand schicken und der Moonlight Dragon wird dir in der Endphase gehen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel die Return of the Dragon Lords im Friedhof hast, kannst du den Moonlight Dragon am Leben lassen. Ja. Also von dem her, den einen Moonlight Dragon würde ich auf jeden Fall spielen. Ja, das Extra-Deck spiele ich ein bisschen anders. Also Moonlight Dragon muss auf jeden Fall rein. Den Ding spielt er, den Michael. Ja, ich würde vielleicht den Dark Ruin muss man testen. Der ist jetzt wieder ganz gut, wenn viele Blue Eyes spielen, wenn das Blue Eyes Mitte ist. Ja, von den Galaxy würde ich nur einen spielen. Und ja, ansonsten, ich würde einen von den Galaxy, also raus für Moonlight Dragon und den Twin, den finde ich auch nicht mehr so stark. Den würde ich auch nicht unbedingt spielen. Aber Moonlight Dragon ist auf jeden Fall richtig gut, der muss ins Extra-Deck. Ja. Genau, hier spielt er dasselbe Deck. Und also ich sag mal so, die beiden Decks sind gut aufgebaut.
sehen auch sehr stabil aus, dass man nicht schlecht sieht. Ich denke, damit kann man auf jeden Fall weit kommen und das wird das Meta beeinflussen und ist auch ein spielstarkes Deck. Sehe ich genauso. Sagt ihr, was ihr von dem Deck haltet im Allgemeinen? Ja, vielleicht schreibt es Fresh Shock mal, wie er damit klarkommt, wie er online spielt oder was auch immer. Ja, wir hoffen auf eure Kommentare und so. Und ihr könnt natürlich wie immer eure Decklisten an unsere Facebook-Seite schicken. Dann schauen wir uns das vielleicht mal an beim nächsten Mal. Und bis dahin, leidet nicht. Servus Jungs, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bitte nicht vergessen, unsere Videos subscriben, liken, kommentieren. Checkt unsere Facebook-Seite ab, checkt unsere Sponsoren ab. Vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Is Serious Business.